Es dauert gar nicht mehr so lange, bis hierzulande eine Actionkomödie in die Kinos kommt, in der Nicolas Cage sich selbst spielt. Das klingt skurril, ist es auch. Und warum genau, das klären wir jetzt. Und damit geht es um Massive Talent. Nicolas Cage war mal ein Superstar, aber diese Zeiten sind längst vorbei. Der Oscar-Preisträger ist tief gestürzt und spielt in diversen B-Movies mit, um sich irgendwie über Wasser zu halten. Und dennoch erdrücken ihn die Schulden zunehmend, was nicht zuletzt mit seinem sehr schwierigen Umgang mit Geld sowie seinen sorglosen Ausgaben zu tun hat. Dass er sich zusätzlich mit seiner Tochter nicht sonderlich gut versteht, macht alles nur noch schlimmer, was er im Zwiegespräch mit seinem jüngeren Ich aus den 90ern auch gerne mal festhält. Da kommt ihm das plötzliche Angebot des milliardenschweren Superfans Javier gerade recht, der Cage gern 1 Million Dollar geben würde, wenn er zu dessen Geburtstagsfeier käme. Da kann man wohl kaum Nein sagen und so landet Nicolas Cage auf einmal in den Fängen eines Waffenhändlers und den Behörden, die Jagd auf ihn machen. Es geht also alles immer noch etwas schlimmer. Massive Talent mit dem Originaltitel The Unbearable Weight of a Massive Talent geht 108 Minuten, ist ab 12 Jahren freigegeben und startet hierzulande ab dem 23. Juni 2022 in den deutschen Kinos. Das war mal ein Film, der sollte, glaube ich, im März oder April in die Kinos kommen, wurde dann mehrere Monate geschoben. Inzwischen kann man ihn international schon auf vielen Filmmärkten sehen und dementsprechend hatte ich große Lust, meine Review zu diesem Film zu machen. Wie eingehend erwähnt, eine Actionkomödie, eine, in der Nicolas Cage sich selbst spielt, also grundsätzlich so lose an dieser Figur orientiert. Weil so ganz ist er es dann auch nicht. Warum? Das ist, kann man zum Beispiel daran festhalten, dass die Figur grundsätzlich eine ist, die war ein Megastar, Oscar-Preisträger, auf allen Kinoleinwänden gelaufen, irgendwann abgestürzt, Geldprobleme. Das passt soweit alles zu Nicolas Cage. Einer, der Oscar-Preisträger war, der Riesenfilme gemacht hatte, der Filmgeschichte geschrieben hat, der irgendwie Kult geworden ist, aber in den letzten über 10 Jahren immer wieder nur in B-Movies auf Direct-to-DVD-Veröffentlichung zu finden ist. Denn das hier ist der erste Film seit 11 Jahren, in dem er in einer Hauptrolle, obwohl es eine hundertste Hauptrolle in seiner Karriere ist, der wieder weltweit groß in die Kinos kommt. Und gleichzeitig hat er aber nie die Spielfreude verloren. Er schmeißt sich in seine Filme rein mit einer Leidenschaft. Es wird ihm auch immer wieder vorgeworfen, dass er andauernd overacted. Er nennt das Mega-Acting, glaube ich. Er hat den ganzen Sachen besonderen Namen gegeben, aber trotzdem feiern ihn die Leute dafür. Und zuletzt mit einem Film wie Mandy unter anderem für Furore gesorgt. Pick im letzten Jahr war großartig. Nicht wenige forderten, dass er dafür eine Oscar-Nominierung bekommt. Und ich kann mich nur anschließen, dass Pick ein Hammerfilm war und dementsprechend freute ich mich ehrlich gesagt auch auf Massive Talent, weil ich bin Nicolas Cage Fan. Ich liebe Filme wie Lord of War, der irgendwie einer meiner Lieblingsfilme geworden ist, aber auch einer wie 8mm, genauso natürlich Face Off im Körper des Feindes, Leaving Las Vegas und viele andere wie Con Air, die man natürlich nennen muss in seiner Karriere. So weit hat man das Gefühl, dass diese Figur mit ihm zu tun hat, aber dann wiederum hat er sich am Set mit Body Make-up alle Tattoos überstreichen lassen und die Frage warum, die beantwortete er mit, ja, seine Figur des Nick Cage, der auch nicht nur mit C, sondern mit CK in dem Film geschrieben wird, ist gleichzeitig eine, die nicht so viele Ehen hatte wie er privat. Gleichzeitig hat er die Rolle ja auch mehrfach abgelehnt anzunehmen und erst nach und nach bei einem speziellen persönlichen Brief des Regisseurs gemerkt, wie viel Herzblut da drin stecken soll. Zusätzlich kommen dann aber auch noch andere Geschichten dazu, dass er das erste Mal zum Beispiel in den Credits mit seinem richtigen Namen genannt wird und nicht als Nicolas Cage, sondern weil er ja der Coppola-Familie angehört, als Nicolas Kim Coppola. Und deswegen gibt es immer wieder Elemente von der Grundgeschichte, die gehören zu ihm, zu der Karriere, um unverkennbar zu machen. Es ist Nicolas Cage, der vor allem auch in seiner eigenen sehr gut gedeagten Variante aus den 90er Jahren auf sich trifft. Und da denkt man, was für einen skurrilen Kram sehe ich hier gerade, weil es voll abgefahren ist. Und auf der anderen Seite genug Punkte, wo man sieht, okay, das driftet dann auch als Actionkomödie so weit weg, dass es eben eine sehr spezielle Geschichte ist. Aber wenn man sich mit der Biografie von Nicolas Cage beschäftigt, das werden wir auch diese Woche in unserem Podcast 2 wie Pech und Schwafel, ich und David zusammen mehr machen, merkt man, was für abgefahrene Ideen und Dinge dieser Mann getan hat. Und dann schaut man Massive Talent und denkt sich, also ganz ehrlich, irgendwie ist einiges von ihm da auch zuzutrauen. Nichtsdestotrotz ist also die Geschichte, in dem er eigentlich für 1 Million Dollar zum Geburtstag soll und ab da beginnt die Kacke anzufangen zu dampfen, weil im Grunde er irgendwo zwischen mafiösen Strukturen landet und die Behörden ihn am besten noch involvieren wollen, während er eigentlich das problematische Zusammenleben mit seiner Familie kitten will. Das alles zusammengeworfen ergibt einen Film, der als Actionkomödie ein bisschen 0815 daherkommt, aber vor allem entlang an der Karriere von Nicolas Cage Hommagen und Bilder wieder aufarbeitet aus Filmen wie Leaving Las Vegas oder wie
im Conair oder Face Off im Körper des Feindes und dabei immer wieder ein richtig großes Herz hat. Und das liegt vor allem nicht bloß an ihm, weil ich finde, ich habe davor einen ziemlich großen Respekt, sich selbst zu spielen, weil man ja auch die Sorge haben muss, dass man sich selbst in einer großen Lächerlichkeit preisgibt. Und ich finde nicht, dass Massive Talent das jemals tut. Es ist nie lächerlich, sondern es ist absurd skurril, aber es passt zu dem Bild, was, glaube ich, viele von Nick Cage haben. Und das mischt sich auch immer mit so einer gewissen Verehrung, mit so einer Freude, weil diese Spielfreude an den Tag gelegt wird und weil diese Wahnsinnsenergie im Raum steht, wenn dieser Mann agiert. Und davor ziehe ich ehrlich gesagt meinen Hut. Und deswegen feiere ich es, wie er sich selbst spielt und wie er am liebsten sogar erst seinen eigenen Fan spielen wollte. Er wollte gar nicht sich selbst spielen, sondern seinen eigenen Fan, um noch mehr Metaebene in das Ganze reinzubringen. Und das ist dann wirklich völlig skurril. Aber weil Pedro Pascal, der in Wirklichkeit auch ein Riesenfan von Nicolas Cage ist, eben Javier, diesen Milliardär, spielt, da entsteht eine wunderbare Chemie zwischen den beiden. Dieser Superfan, der alles machen würde, gleichzeitig aber auch sehr mächtig ist. Und ich will nicht weiter spoilern, weil die Geschichte dann auch noch ein paar Wendungen hat. Aber die gemeinsam auch Szenen erleben und dann wieder unter Drogeneinfluss Dinge erleben, die dann so ineinander reinarbeiten mit so einer ganz coolen Bromance, die sich dann aber auch immer wieder aufbricht und dann immer wieder mit Filmliebe umworben ist, dass ich das richtig feiere. Und ich sage das, weil ich Massive Talent vor, zu dem Zeitpunkt, wo ich die Review jetzt aufnehme, glaube ich, vor 2 oder 3 Monaten gesehen habe. Und ich merke immer wieder, wenn ich an diesen Film zurückdenke, ich will den wiedersehen. Der hat in mir so ein richtiges, so einen richtigen Spaßfaktor ausgelöst. Vielleicht ist es ein bisschen nischig, weil eben gerade man dann am besten auf die Kosten kommt, wenn man Nick Cage mag, wenn man die meisten seiner Filme gesehen hat. Aber auf der anderen Seite ist es gerade bei Komödien bei mir so, dass wenn sie mich kriegen und ich Freude habe, dann denke ich richtig gerne an sowas zurück. So wie ich zuletzt auch The Lost City gerne im Kino gesehen habe. Auch wenn der sehr albern war, macht es einfach wahnsinnig Spaß, mit Leuten im Kino zu lachen. Und Massive Talent, ich freue mich, den nochmal zu sehen, am besten mit einem vollen Kinosaal, habe ich richtig Bock drauf. Weil Nick Cage und Pedro Pascal für mich diesen Film eben so tragen. Wir haben noch einen Tiffany Haddish dabei, gehandpickt von Nicolas Cage. Er wollte, dass sie das gerne spielt. Sie hat ihm auch eröffnet, dass sie irgendwie Sex hatte wohl im Kinosaal, während sie das erste Mal im Körper des Feindes gesehen hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Sehr skurril. Auf jeden Fall verstehen die beiden sich gut. Nicht, dass sie beiden was miteinander hatten, aber auf jeden Fall, das ist so diese Abstrusität. Auch wieder um Massive Talent, die zu Nicolas Cage passt, weil beispielsweise auch jedes Crewmitglied am Ende der Dreharbeiten ein Kissen bekommen hat mit dem Gesicht von ihm drauf, von ihm persönlich signiert. Und du denkst so, okay, was ist das? Das ist irgendwie einfach weird. Tiffany Haddish finde ich so als CIA-Frau von der Schreibe her empfinde ich eher als eine Frau, eine Figur, die leider sehr, sehr, sehr ersetzbar wirkt. Es kommt da wenige Besonderheiten oder ein bisschen eigene Charaktertiefe mit daher. Ich kann das verzeihen, weil der Film seine Fokuspunkte an anderen Stellen hat. Und Tiffany Haddish geht für mich in Ordnung, weil ich ihr oft zu starkes Drübersein immer nicht so sehr mag. Hier finde ich es okay. Dann hätten wir noch Neil Patrick Harris als Richard Fink, den Agenten von Nicolas Cage hier, wo ich auch sagen muss, leider für mich fast zu wenig Screentime, weil ich sehe den richtig gerne, aber in der Kombination, wenn er mehr oder weniger klar machen muss, ey Nick, man, 1 Million Dollar, macht das gefälligst, und er sich da so ein bisschen gegen windet und was soll das, und wenn Nicolas Cage auch von Casting zu Casting rennt und vor Hotels Dinge performt, das ist so weird, wie ich es gerade sage, und dennoch hat dieser Film bei mir echt so einen eigenen Platz im Herz bekommen. Die Kameraarbeit unterstützt auch dieses skurrile Seines, das Wiederaufarbeiten von nahezu exakten Filmszenen oder auch beispielsweise die goldenen Waffen, die wir rund um Nick Cages Karriere kennen, die dann wieder auftauchen, wo man eben sich auch ein bisschen an ikonischen Momenten entlang arbeitet, um eben auch eine Verneigung zu sein vor diesem Weg. Und gleichzeitig so diese sonnendurchtränkten Bilder rund um dieses Luxusanwesen, was die Szenerie und das Szenenbild angeht, in diesem Milliarden-Luxus-Umfeld an der Küste, wo man denkt, oh, würde ich gerne Urlaub machen, und da so ein bisschen, nicht eine Heist-Geschichte, aber so eine Jagdgeschichte und gleichzeitig Super-Filmstar-Geschichte und Verehrungsgeschichte und Familiengeschichte eben so alles zusammenwürfelt, wird die Kamera dann mit ihren sonnendurchtränkten Bildern, und auch wenn die Bilder mal ein bisschen schneller werden, dann nicht zu schnell werden, die fügt sich da einfach gut ein. Auch die Musik ist so ein Mix aus Musik, die sich einpasst, oder auch bekannteren Songs, wie so oft bei Nicolas Cage Film darf ein Elvis Presley Song nicht fehlen an dieser Stelle, und den findet man auch hier wieder, muss ich einfach sagen, dass ich Massive Talent einfach sehr mag. Das ist als reine Actionkomödie kein wahnsinnig origineller Film, spezieller Film, besonderer Film. Und auch wenn man jetzt bei Nicolas Cage vielleicht nicht sagt, okay, davon habe ich so wahnsinnig viel Ahnung, schaut sich der Film ganz anders an. Aber dieser Film ist eine Verneigung von einem Mann mit Kultstatus. Es ist gleichzeitig eben auch ein Schauspieler, der bereit ist, sich selbst zu spielen. Und das aber auch dann, wenn er ja sagt, eben voll da rein zu diven und das voll abzuliefern. Und so skurril, wie man sich die ganzen Trivia auch zu diesem Film wieder durchlesen kann, ist auch immer wieder sein Leben, wenn man sich da entlanghackelt. Ich liebe die Chemie zwischen Pedro Pascal und Nicolas Cage.
Cage in dem Film. Insgesamt ist es eben eine Sache, die mich immer wieder zu lachen gebracht hat. Und im Kinosaal einfach zu schmunzeln und zu lachen, das passiert, wenn man sehr viele Filme guckt, nicht so oft, weil es braucht so eine gewisse Hürde. Mich hat dieser Film immer wieder in richtigen Momenten bekommen, aber ich mochte auch schon die Trailer sehr und hatte mich deswegen auf den Film gefreut. Der Film feiert auch sich selbst und Nicolas Cage selbst, ohne dabei abzuheben, sondern immer auf so einem Weg, wo ich einfach Freude hatte, mitzugehen. Und ich will den einfach wiedersehen. Und deswegen muss ich am Ende sagen, für mich kriegt Massive Talent, ich finde auch The Unbearable Weight of Massive Talent einen richtig coolen Originaltitel, 9 von 10 möglichen Punkten als Actionkomödie wegen dieser ganz speziellen Art und 7,5 von 10 möglichen Punkten insgesamt. Ich habe den sehr gerne gesehen, ich habe vollstes Verständnis. Ich glaube, das ist so ein Film, wo Leute sagen, liebe ich oder kann ich gar nichts mit anfangen. Ich liebe den und freue mich drauf, den dann nochmal zu sehen. Und damit bin ich auch am Ende meiner Review zu Massive Talent ab dem 23. Juni dann in den deutschen Kinos. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmschauen.